Saint Valentin kam die Distanz entgegen. Obwohl er unterwegs lange festsaß, lenkte Reiter Sean Byrne ihn zu einem packenden Finish, das er auf der Linie als Sieger beendete. Nira führt, dem macht erstmal einen Satz. Jetzt kommt Saint Valentin und jetzt kommt aus dem Geierpark. Prömtje und Asteria haben hier aktuell keine Antworten. Immer noch ist Nira vorne. Saint Valentin ist hier die Gegnerin und außen kommt Geierpark. Ganz außen Asteria und Prömtje findet nochmal Reserven. Fünf Pferde in Linie. Saint Valentin geht nach vorne, außen Geierpark und innen Nira. Prömtje zwischen den Pferden. Saint Valentin, innen Nira. Nira, Saint Valentin. Siegjockey Enki Gambert wusste, dass Words of Peace zögerlich abspringt. Er ließ sie in Ruhe ins Rennen kommen und vertraute auf den Speed der Stute. Er agiere spielend, leicht geht er nach vorne vor Montanus, vor Emily Namua, dahinter Words of Peace, außen Mua lief, aber agiere, im Moment ist es eine One-Horse-Show des Schlenderhahners, agiere vor Montanus, vor außen Words of Peace, dann Emily, agiere ist vorne vor Words of Peace, versucht doch mal näher heranzukommen, agiere vor Words of Peace, fliegt, agiere steht still, außen Words of Peace, ja Wahnsinn, Words of Peace noch gegen agiere. Sporting Hunter wurde von seinem Jockey Burjan Mosabayev zunächst im hinteren Teil des Feldes aus allem rausgehalten, ehe er im Einlauf Gegner um Gegner einsammelte. Mit Beginn der Zielgeraden ist immer noch vorne Winterweide, Cherub Rock früh da, dann Visibility, Monte Cristo Gold an der Innenseite, Innuendo, Sporting Hunter, Red Nugget und World Two Times. Jetzt kommen die ganzen Speedpferde, weil das natürlich gemalt war, weil sie sich vorne einfach nur gejagt haben. Red Nugget, Monte Cristo Gold, Winterweide, dahinter ganz an der Innenseite, Taurus, spannendes Finale, Winterweide rafft sich auf, Red Nugget, Sporting Hunter ganz innen, Winterweide, Red Nugget, Sporting Hunter und ein Pferd schneidet hindurch und das ist Agu. Red Nugget gegen Sporting Hunter, Sporting Hunter an der Innenseite vor Red Nugget, Sporting Hunter gewinnt gegen Red Nugget.